Ja, hallo meine Lieben. Nein, das Video ist nicht kaputt und es gibt auch Ton. Ich wollte nur einfach mal so 3-4 Sekunden lang die Musik spielen lassen, um euch auch mal zu vermitteln, wie schön der Soundtrack tatsächlich ist. Und da ich die Musik ja relativ leise habe, dachte ich, ich sage jetzt einfach mal gar nichts. Und damit willkommen zurück zu Child of Light hier in Bolmus Populi. Wir dürften uns wohl im Regierungssitz befinden. Zumindest macht das auf mich den Eindruck. Ich habe keine... Oh, ist ja cool. Guck mal, ich kann mit Ignikolus den Kronleuchter... Ah, ist ja cool. Ja, was wollte ich sagen? Gott, ich lasse mich viel zu leicht ablenken in dem Spiel. ich glaube, wir sind hier wirklich so beim Bürgermeister oder dergleichen. Oder König oder was auch immer es sein soll. Wenn ich mir das hier so ansehe, guck mal. Oh, das dürfte aber eine Frau sein, oder? Ja, werden wir gleich mal gucken. Wir haben das letzte Mal den Keller gereinigt von einem dubiosen Geschäftsmann. Und ich habe mir vorgenommen, Achilles zu suchen. Allerdings werde ich jetzt erstmal noch mit dieser Person hier sprechen. Von daher, weiter geht's. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und wir gucken mal. Pardon, mein Herr. Ich muss nach oben. Sagt ihr mir wie? Ach, das ist eine Perücke. Okay. Ja, Bürgermeister, ich dachte mir noch. Nach oben geht es eigentlich nie. Hier in unserer Ökonomie. Großes Leid müssen wir derzeit erdulden. Ja, so siehst du auch aus, so hier, ne, Kartoffelsack-mäßig und so. Laber doch nicht, ey. In unserer Schatzkammer ist nicht der kleinste Gulden. Bah, Ungeziefer, wie abscheulich. Mit sowas zu reden ist unerfreulich. Oh, da scheint wohl jemand eine Abneigung zu haben. Ach, nee, was, wie? Hä, das war's schon? Könnt ihr mir kein frisches Kapital versprechen, bitte ich euch jetzt aufzubrechen. Nett. Nett. Dankeschön. Ja gut, dann hat sich das hier auch schon erledigt. Das ging ja schneller als gedacht. Ja, puh. Oh, seid gegrüßt. Wir werden angesprochen. Oh, kleine Mauer. Ui, die süß. Ihr wollt zum Tempel in den Wolken, nehme ich an. Ja genau, das ist nämlich unsere Primäraufgabe. Ich zeige euch ein Transportmittel, mit dem man das kann. Als Kompagnon möchte ich euch begleiten. Oh, neuer Begleiter. Cool. Der Gewinn ist sicher ansehnlich. Was sind das für raffgierige... die Ohrringe. Guckt mal, die Ohrringe. Ist ja auch cool. Sowohl für euch, als auch für mich. Wohlan, schreitet voran. Dort zum Felsen gehe ich. Wenn diese Maus mir nahe kommt, zerquetsche ich sie ganz öffentlich. Robert, oder Robert, hat sich der Gruppe angeschlossen. Das ist ja cool. Wait, when? Huh? Aha, nicht die kleinste Brücke sehen wir. Oh, Magna, helfen musst du mir. Wer ist Magna? Ich entdecke niemanden hier. Was ist los? Was wollen die vier? Ach, ist ja... Ach, der Baum! Bei den Sternen! Lauf! Weg hier, der Berg wacht auf! Ach, das ist ein Berg. Ich dachte, es wäre ein Baum. Kleine Gäste, auf ein Wort. Darf ich euch etwas offerieren? Wasser aus eisigem Bach habe ich vor Ort. Vielen Dank, aber wir müssen fort. Ihr seid bezaubernd, nennt mich Magna. Magna, lass uns Freunde sein. Den Tempel in den Wolken suchen wir. Sonst nichts? Moment, ich schüttle mein Gestein. Oh, wie erschöpft fühle ich mich. Ich brauche dringend Rast. Mein Herz will nichts mehr so wie ich. Schätzchen, ich vertrage keine Hast. Also erstens bin ich kein Schätzchen. Und zweitens, ich dachte, ich ersticke gerade hier. Das war ein bisschen schnell zu lesen. Magna, wir möchten dort oben hinein. In der Schatzkammer der Bolmus Populi sein. Geschäftig wie immer, unser Robertlein. Na gut, passt auf. Bis bald. Ah! Und ich dachte mir noch, hier waren wir schon mal. Ne? Wo ich noch meinte, hier von wegen, diese Hand sieht auch sehr verdächtig aus und so. Jetzt hat sich hier ein Durchgang geöffnet. Ja, gut, das ist sehr schön, denn jetzt kann ich das als Anlass nehmen und nochmal zu den Windmühlen zurück, um Achilles zu suchen. Ja, es tut mir leid. Jetzt dachtet ihr wahrscheinlich auch schon so von wegen, ja, jetzt geht's hier weiter. Juhu! Nope. Nope, nope, nope. So, aber ich werde versuchen, den Kämpfen auszuweichen, soweit möglich.
Moment, die Windmühlen waren doch in die andere Richtung noch, oder? Da bin ich ja ziemlich weit jetzt zurückgesprungen. Oder zurückgebracht worden, sagen wir es mal so. Hier waren ja gar keine Schweine, ne? Ja, ich erinnere mich. Ach doch. Muss ich vielleicht... Ich glaube, das hätte ich schon mal versucht, oder? Aber vielleicht muss ich das wirklich machen. Das wäre doch eine Möglichkeit, oder? Dass ich die Schweine mit Igniculus anleuchten muss, dass ich dann erst diese Tätowierung sehe, beziehungsweise diese Markierung. Das wäre doch möglich. Aber wahrscheinlich rede ich mir das nur ein. Da ist gar kein Schwein. Ach, ja. An mir ist auch ein Poet verloren gegangen. Nicht wirklich. So, okay, ein Schwein hatten wir jetzt gesehen. Wo waren denn noch welche? Ja. Okay, dich hatten wir schon. Okay, hier kann ich einfach durch. Hier ist ein Schwein. Lass mich dich mal... Ach Mann, wo ist denn das beknackte Schwein? Die leuchtende Tinte fehlt auf diesem Schwein. Ja. Wie kam ich da nochmal runter? Ich mag die Dinger. Ich finde die super. Ach hier. Okay, alles klar. Nicht mal verletzt worden. Ich bin stolz auf mich. Da ist... Achilles, das ist unser Tier. Es ist wieder borstig. Los, schnapp es dir. Bist du das berühmte minzesuchende Schwein? Zur Kapillesammlerin bringen wir dich heim. Ja! Juhu! Mein Gott, was bin ich doof. Also daran hätte ich echt schon früher auch denken können, dass ich die Dinger mit Igniculus anleuchten muss, damit die Markierung sichtbar wird. Ach, wie cool. Ich freue mich gerade. Ist das schön. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie ich nicht verletzt werde. Nein, wie ich da zurückkomme. Aber ich glaube, ich muss einfach immer nur nach rechts. Also das andere links. So. Oder? Wo war denn hier? Wo ging's denn hier zum Kapillet? Autsch. Ich glaube, ich sollte mal ein paar Dinge hier einsammeln. Um vielleicht wieder ein paar Lebenspunkte zu kriegen. Eventuell. Ja. Okay. Hier ging's doch irgendwo zu dem Kapillidorf, oder? Hier vielleicht durch? Nein, nicht direkt reinfliegen! Ich wollte doch keinen Kampf! Nein! Nein! Wieso denn? Warum? Ach Mann! Ja, genau. Verlangsame ich mich einfach mal selbst. Das macht auch sehr viel Sinn. Macht gar nicht so viel Schaden. Wow! Das war ein kritischer Treffer. Schön. Schön. Oh, Tempo erhöht, ja, dann werden wir dich mal verlangsamen. Oder versuchen zumindest. Wisst ihr was, wir kloppen mal drauf. Wow, nice. Schön. Oh, und sogar gelähmt. Haha. Ich habe ja diese Dinger drauf, hier diese Oculi auf den Rüstungen. Gerade mal zufällig das Richtige. Schön. Okay, komm, Finn, auch nochmal. Oh, eigentlich sollte es... passt schon. Ich habe nichts gesagt. Verteidigen. Okay. Ging auf den Falschen, macht aber nichts. So, jetzt nochmal drauf hier. Ach ja, das war's schon. Sehr schön. Und einen geschliffenen Sophie haben wir auch noch gefunden. Das ist natürlich auch gut. So.
Oh, eine Kiste. Na, guck mal an. Die habe ich ja völlig übersehen. Wie so einiges anderes auch. So. Hier nochmal die... Mann, wie ich das hasse, ey. Ja, super. Und es gab jetzt nicht mal Lebenspunkte. Kann man... Also ein Schnellreisesystem wäre schon auch super. Ich meine, klar, wir können fliegen und so. Ja, super. Wie soll ich die denn einsammeln? Das muss wohl... Igni machen. So, okay. Wenigstens ein paar Lebenspunkte. So... Okay, jetzt. Okay, gut, ja, ich glaube, wir müssen hier. Ich hoffe, ich bin. Boah, wenn ich jetzt falsch bin, ne? Ich sollte vielleicht mal auf die Karte gucken. Oder auf den nächsten Wegweiser. Genau, Rampart. Ja, ja, nee, ich komme sicher von dieser Richtung. Bin ich mir ziemlich sicher. Whee! Ja gut, eigentlich ist das ja fast ein Schnellreisesystem, wenn wir ehrlich sind. Auch wenn ich nicht weiß, wo ich... Moment mal. Ich glaube, hier oben habe ich sogar so ein Bekenntnis gefunden, wenn ich mich recht entsinne. Wenn ich mir gerade nicht so hundertprozentig sicher bin. Wow. Help! Ich will die Aufgabe abgeben, weil ich sonst sicher vergesse. Aber du warst nicht die Sammlerin, die war im Dorf, ne? Verzeiht das Höchste vom Hohen. Habt ihr es gesehen? Nie davon gehört, aber apropos... Des Mondentempels Mauern auf Erins Klippe stehen. Okay. Und da sind wir wieder im Kapillidorf. Aber du warst, glaube ich, auch nicht die, die ich wollte. Lebt wohl, ja, genau. Nee, das war ganz rechts irgendwo. Ganz rechts. Hier, da, du warst das mit dem Garten, glaube ich. Den muss ich auch irgendwann nochmal aufsuchen und die Kreaturen vertreiben. War das nicht eine rauchende? Nee, Moment. Nee, du warst das auch nicht. Ja, 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 ja. Hier konnte ich nicht hier irgendwo rein? Genau, hier war das, glaube ich. Und dann nach rechts müsste eigentlich hier diese rauchende... Hier ist sie! Das ist sie! Hey, ihr seid zurück! Ich suche hier schon eine ganze Weile. Ja, ja, wir wissen's. Wir haben Achilles. Namen des Gefangenen, Windeseile. Ja, fast. Ich danke euch, die Belohnung ist euch sicher. Heiliger Weinstock. Wo ist dieser Schlingel? Diesen Schurken knüpf ich auf. Und zwar an seinem Ringel. Aua. Das lasse ich mal unkommentiert stehen. Aufgabe erfüllt. Und LP Sternstaub mal 4, wenn Schweine fliegen. So, ja schön. Ach stimmt, Robert, auf dich habe ich ja ganz vergessen. Pfeilregen, ach, ein Fernkämpfer. Ist ja auch cool. Schön. Kuriert die Statusleiden eines anvisierten Verbündeten. Ach nee, sag mir nicht, ich kann auch vergiftet werden und so. Doppeltreffer, verschießt einen Pfeil auf eine Anvisierte, stirbt das Ziel wieder voll. Oh, okay. Boah, das sind so viele Entscheidungen und Dinge und überhaupt. Okay, das heilt alle von irgendwelchen Leiden. Verschießt einen magischen Pfeil, der das Tempo in an 2 Runden lang um 50... Okay, es dauert allerdings sehr lange. Das, da behindern wir alle. Was? Moment, was war das? Pfeil abschießen, verschießt einen... Angriffskraft 28. Pfeil abschießen. Ja, wenn, dann würde ich sagen, also wenn, dann gleich sollen alle angegriffen werden, ehrlich gesagt. Wo ist denn hier der Pfeilregen 2? Doppeltreffer, wo ist denn, gibt's denn nur eine? Ach nee, hier, ne? Nee, hä? Moment. Kritischer Treffer. Gibt's denn nur in einfacher Form? Den Pfeilregen? Ich suche gerade nach dem... Ach nee, hier. Hier, oder? Hier, hier, hier. Nee, das ist... Hä? Komisch, selbes Symbol, aber andere Fähigkeit. Ja, das hatten wir schon. Ja, ich gehe dann trotzdem mal diese Dinge... Moment, was ist das hier? Sicherer Schuss, erhöht die Chance auf ein... Boah, 10%, das ist halt auch viel. Ich kann mich nicht entscheiden.
Ich denke, ich gehe mal hier runter. Achso, ja, ich sollte schon. Will ich dann beide Richtungen? Oder gehe ich doch eher nur in eine? Ich glaube, ich gehe in die eine Richtung. Nein, ich gehe in beide. Okay, gut. So, ich wollte ja eigentlich ins Inventar hier wegen den... Genau, LP-Sternstaub. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. 216, 86. Auch der hat mehr Leben. Ich glaube, das knall ich sogar mir jetzt viermal drauf. So, there we go. Schön. Boah, bin ich froh, dass wir das abgeschlossen haben. Und ich könnte mir echt an den Kopf fassen hier von wegen... Ne? Wo ist der? Oder wo ist das Schwein? Mein Gott. Es wäre so einfach gewesen. Nun gut. Ui, die Sterne zu finden ist ja geglückt. Holst du uns auch Lemuria zurück? Ja, ich versuch's. Ich versuch's. Und irgendwas war hier noch. Das Kind, das in den Brunnen stieg, den bösen Zauber hat's besiegt. Ja, ja. Irgendwo war hier doch noch was mit einer Schaufel, oder? Wo ihr mir ja auch gesagt habt, die Schaufel ist gleich neben dem Typen gewesen und neben dem Quest gewesen. Das war doch gar keine Quest, oder? Nee, komm runter. Hier raus. Das werde ich jetzt auch noch kurz suchen. So. Ah, dazu muss ich aber hier. Genau. Hier wieder raus. Und ich will ganz kurz noch gucken. Ich weiß, ich bin hier viel im Inventar, aber muss ich halt auch ab und zu mal nachsehen. Ja, ja, das war mit dem goldenen Apfel. Vertreibe am blühenden Baume. Haben wir den Baum schon mal gesehen? Weiß ich auch echt nicht mehr. War das hier drin? Boah, alle nur ein Puff mir. Das ist... Nicht gesund, Leute. Nicht gesund. Wo war denn das? Das war ja wie so eine Schulklasse, wenn ich mich recht entsinne, oder? War das hier drin? Beim Bart meiner Mutter. Ich brauche dringend Futter. Ja genau, hier war es. Hier ist nämlich auch die Schaufel, aber mit der kann ich ja nichts machen. Schade. Genau, hier konnte ich ja... Das könnte ich auch stundenlang machen. Damit der Hunger euch vergeht, schenke ich euch diesen köstlichen Apfel. Seht, nein, was? Ist das wahr? Ja, er ist echt. Nein! Mein Retter, wie lange habe ich ihn erfleht? Zum Dank nehmt dieses schöne Stück. Stück. Ich hoffe, die Schaufel bringt euch Glück. Ach, so, okay. So war das eigentlich nicht gedacht, weil ich ja dachte, wir müssen den Apfel vergolden. Oder ist damit vielleicht, ist das gar nicht so wortwörtlich gemeint. Vielleicht müssen wir einfach nur Kohle scheffeln mit dem Apfel. Das kann natürlich auch sein. Töte die vier Spinnen, die mit großen Schmerzen foltern und quälen Magna am Herzen. Das habe ich noch gar nicht gelesen. Na super, das wird auch schön. Nicht. So, warte mal, lass mich mal gucken. Des Totengräbers Gehilfe, gut zum Graben. No shit, Sherlock. Aber wo könnte ich die Schaufel jetzt einsetzen? Lecker. Du hast noch gar nicht abgebissen. Ihr seid mein Retter. Wer wollte denn die Schaufel? Um Himmels Willen. Oder, beziehungsweise, wo kann ich die einsetzen? Lass mir nochmal kurz die Quests hier. Erwirbt die Schaufel. Das stand doch da vorher gar nicht. Das stand doch das mit dem Vergolden. Das Avos-Garten mit Gewalt. Ich glaube, das ist nämlich auch das, was ich mir am nächsten oder das nächste Mal dann ansehen werde. Es sei denn, der Typ will halt echt nur die Schaufel haben. Aber das ist ja nicht. Die ist doch nicht aus Gold. Ich weiß es nicht, meine Lieben. Aber was ich weiß, ist, dass ich jetzt hier mal Schluss machen werde. Und dann vielleicht sogar nach dem Garten erstmal suche. Weil dann hätte ich sogar so ziemlich alle Nebenquests erfüllt, außer eben das mit dem goldenen Apfel noch. Ja, das werde ich dann spontan entscheiden, denke ich mal, mein Lieben. Von daher soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir haben endlich dieses Schwein gefunden. Ich bin so happy.
Ah, endlich, super. Ja, also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit. Macht's gut und ciao, ciao.